Es scheint mir so langsam wieder am Metall zu mangeln. Brauchst halt für alles, ne? Brauchst du halt eben für alles. Ich mach das jetzt noch. Kloppen wir hier mal ganz kurz irgendwo Metall zurecht. Da. Warum? Warum? Ich nichts dir getan haben. Egal, für eine Kiste reicht's. Ich muss auf jeden Fall nur dringend noch ein bisschen mehr machen. So, Objekte, Koffer, vier Stück! Okay, dafür reicht's. Von und hinten nicht. Ich habe Inventarprobleme. Ich kann die Kiste noch nicht machen. Ich will die Kiste aber haben. Ja, nee, kann ich aber nicht. Ich brauche... Ich brauche erstmal Platz. Wir haben gerade Sachen, zwei Sachen zum Craften mit dabei. Das nimmt uns so viel Platz weg. Wir haben jetzt vier Stück. Reicht das? Hier, das Ding kann weg. Na dann. So, wo ist mein Brummbrumm? Da. Brummili, Brummili. Ich weiß noch damals, als die Gamescom noch Gamesconvention hieß, und noch in Leipzig war, da war ich glaube ich, boah, da bin ich ja noch zur Schule gegangen, ne? Das war glaube ich 8., 9. Klasse oder sowas, wo die das erste Mal da war. Ich glaube 8. Klasse. Das ist ja gefühlt 20 Jahre her. Das waren noch Zeiten. Da habe ich noch mein grünes Bändchen bekommen. Da war ich halt noch unter 16 Jahre alt. Schön Leipziger Messegelände. Mit dem guten Bohrer dahin gegangen. Und ganz wichtiges Ritual nach der Messe. Noch zu Meckes. Da gab es direkt einen Meckes daneben. Da sind wir immer direkt hingegangen. Da war Meckes auch noch bezahlbar. Da haben wir uns immer so kranke Portionen reingezwiebelt. Okay, einmal noch ein Stromgenerator, weil wir Minusstrom haben. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Das war der Stromgenerator, ne? Das heißt, ich mache jetzt hier mal noch einen zweiten hin. Scheiße, das war der Stromgenerator. Oha, ich kann den... Nee, hä? Scheiße. Na egal. Dann haben wir jetzt wieder Strom. Kann das sein? Wir haben jetzt wieder Energie 46. Perfekt. Verletzungsgefahr 60%. Aber warum? Sauerstoff 6. Wir haben noch 6 plus. Kleine Luftschleuse. Ist ja auch egal. Jetzt machen wir hier noch den Forschungstisch hin. Gucken wir. Sauerstoff minus. Oha. Okay, wir haben hier keinen Sauerstoff mehr drin. Jetzt habe ich an allen Ecken... Ja, ich würde gerne eigentlich an den Korridor. Wir nutzen ja den Korridor, um rauszukommen. Das heißt, wir können hier nochmal ein Sauerstoffmodul reinmachen. Moment. Sauerstoffmodul. Induktor und Aluminium. Scheiße. Da komme ich aber schon langsam in die Bredouille. Meine Base, die fliegt mir einfach komplett aus dem... Achso. Die fliegt mir komplett aus allen Nähten. Das ist ein bisschen schwierig. Ich fühle mich nicht sicher in meiner eigenen Base. Was soll ich dazu sagen? Hier ist auf jeden Fall Metall, das baue ich ab. Das sage ich dazu. Was gab es denn da oben eigentlich? Das sieht interessant aus, als könnte man da Gummi bekommen. Ich guck mal kurz nochmal rein. Ah ne, hier haben wir was gelernt gehabt. Aber warte mal, vielleicht finden wir trotzdem Gummi hier im Boden. Nö. Das wäre ja krass gewesen. Stell dir mal vor, Gummi. Hätten wir da einmal Gummi gefunden. Aber... Nur zwei. Da waren nur zwei drin. Krass, du zerbummst dieses riesen Ding. Metall. Und du kriegst da nur zwei kleine raus.
3 sind ja eigentlich sogar zu wenig, rein von der Menge her. Aber gut. Ein bisschen Schwund ist ja immer, ne? Wenn du Metallschrott zerlegst, kriegst du halt weniger Metallschrott raus. Sehe ich ja ein. Treibstoff hält noch easy. Ja gut. Ein Induktor brauchen wir. Ein Induktor. Da. Ey, haben wir sogar dabei. Ehre. Ehre. Ich mach direkt nochmal so eine Legierung. Weil wir brauchen da drüben unbedingt Kisten. So. Ich mach direkt noch eine, dann können wir die Kiste endlich craften. Unsere erste Kiste drüben. Geil. So, warte mal. Für den Sauerstoffgenerator benötigen wir noch ein Aluminium. Das haben wir zum Glück. Bruchwahrscheinlichkeit. Also, okay, da steht tatsächlich da, dass die Bruchwahrscheinlichkeit erhöht von der Base. Das heißt, wir sehen, was wie viel Schaden an der Base anrichtet. Okay, gut. Jetzt ist die Frage. So, noch Sauerstoff. Okay, gut. Wenn wir den machen, kriegen wir nämlich Bruchwahrscheinlichkeit nochmal um 4% dazu. Jetzt müsste es ja eigentlich was geben, was die Bruchwahrscheinlichkeit reduziert. Gesundheit, Schoggi. Strom nochmal minus 5. Irgendwas muss die Bruchwahrscheinlichkeit ja reduzieren. Hä? Das haben wir anscheinend noch gar nicht. Was auch immer das kann, das besitzen wir noch nicht. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Eine Wassermaschine. Eine Maschine zur Herstellung und zum Verkauf von kohlensäurehaltigem Wasser. 3 Metall und 1 Elektronik. Wollen wir das mal probieren? Aber das ist nur Deko. Ich glaube, das ist wirklich nur Deko, ne? Okay, dann hätten wir schon mal unsere Basis soweit sicher. Das heißt, wir müssen jetzt rüber alle Ressourcen rüberpacken. Dann fange ich mal an, ne? Ich würde jetzt mal anfangen mit ein, zwei Kisten. Oder immer wenn wir hierher kommen, werden wir eine Kiste umbauen. Das heißt, dann muss ich das doch nicht zwischen den Folgen machen. Und es ist dann auch nicht so langweilig. Für alle, die hier zugucken. Ich meine, ansonsten mache ich hier irgendwas, ne? Mache ein bisschen Scharade mit euch. Können ein bisschen Mensch, ärgere dich nicht spielen. Something like this. Aber gut, wir müssen noch extrem viel finden, noch extrem viel erforschen. Weil uns einfach noch Stuff fehlt. Wir müssen irgendwas machen, um die Höhlenintegrität zu steigern. Wobei ich mich auch frage, wenn wir jetzt einen Raum dazu machen, steigert das eventuell die Höhlenintegrität, dass wir quasi mit dem Volumen die Basis entlasten. Alter, wie schön das hier aussieht. Junge. Ich bin mir nicht so sicher. Ich werde nicht alles zukleistern. Ich lasse mir jetzt mal die Wand hier offen. Oder die. Nach da ist mehr Platz, ne? Genau, nach da ist mehr Platz. Dann lasse ich mir mal die andere Wand hinten offen. So, gut. Base ist fertig. Wir haben Sauerstoff, wir haben genug Energie, wir haben aber eine Verletzungsgefahr von 66%. Hier fliegt uns die Base langsam um die Ohren. Das ist scheiße. Wir haben aber aktuell auch bloß das eine Leck im System. Was ich mich jetzt halt frage, wenn wir so einen Block machen, ne? Bruchwahrscheinlichkeit. Nee, erhöht das tatsächlich. Dieser Korridor, wo ist denn der? Da. Der macht zum Beispiel auch 4%. Dadurch, dass wir hier 3 Korridore gemacht haben, haben wir halt schon allein deswegen einfach 12% Bruchwahrscheinlichkeit uns zugesetzt. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber cool. Wir haben unsere erste Base. Und hier machen wir jetzt unser Lager rein. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gut, ich hoffe mal, dass wir später noch sowas wie Kisten bekommen, Regale bekommen werden. Oder Schränke. Schränke wäre geil. Dass das hier nur so ein Notbehelf aktuell ist. Weil gefällt mir gar nicht. Gefällt mir absolut gar nicht.
pack jetzt erstmal hier alles rein, was wir haben. Dann würde ich jetzt noch eine Fuhre machen, dass wir es einfach ein bisschen hinter uns haben. Und ich brauche trinken. Ich hoffe, ich werde es jetzt nicht vergessen, dass ich trinken brauche. So, komm, wir machen jetzt noch eine Fuhre. Craften da drüben nochmal ein bisschen Stuff. Und dann gehen wir wieder auf Erkundung. Wir kommen jetzt nicht weiter mit Basebau. Je größer wir die machen, die wird einfach dann explodieren wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir bei 100% sind. Wahrscheinlich sterben wir einfach kommentarlos. Aber wir haben ja eine gute Basis. Wir haben jetzt hier erstmal ringsrum ganz viel zum Erkunden. Einiges ist natürlich extrem weit weg. Hier, ich glaube, 3 Kilometer, Alter. Aber der Rest ist eigentlich eine sehr gute Reichweite für alles einfach. Für alles. Das ist strong. Ich weiß auch aktuell gar nicht, ob wir einen Doppelluftballon brauchen. Sehe ich aktuell nicht so. Yay! Ay, caramba! Da bin ich perfekt hier gelandet. So, würde ich sagen, ich mache einfach mal hier so eine Kiste komplett leer. Dann können wir die sogar noch mitnehmen. Gut, das letzte Item bleibt halt da. Warte mal, das kann ja hier wieder rein. Das brauchen wir aktuell nicht. Dann können wir die erste Kiste... Ah ne, ich brauche noch Platz für die Kiste itself. Dann doch so. So, und dann können wir die... Wie viel Platz hat denn der gebraucht? Das ist jetzt Quatsch, oder? Was war das hier? Oh, hier haben wir sogar noch eine Sauerstoffstation. How much place we need for this? Muss mal ganz kurz Wasser herstellen. Because we are thirsty. Oh nein, als ob du das jetzt abgebrochen hast. Meines Erachtens war das schon fertig. Guck mal, der bleibt ganz oben ein bisschen stehen und erst dann ist er fertig. Schwierig. Okay, gefällt mir. Habe ich jetzt die Tastaturen geändert mit irgendeiner Kombination? Geht das nicht eigentlich mit... Ach so, kann... Nee, hä? Ich habe Windows-Taste Alt gedrückt gehalten und einfach nur rechts geklickt, aber jetzt macht das nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ich jetzt mit Alt und rechte Maustaste die Sprache geändert habe. Geht doch gar nicht. Treibstoff hält verdammt lange. Das ist cool. Boah, da rechts die Blitze. Da freue ich mich auch schon. Wird, glaube ich, ein sehr elektrisierendes Erlebnis. Alter. Wie es immer Pirouetten macht vor Freude. Yay, er steigt ab. Können wir hier eigentlich was dran machen? Nee, ne? Der generiert einfach nur Sauerstoff. Geil, unsere erste Base. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Das ist so schön. Und jetzt funktioniert sie halt auch noch vollständig, ne? Wir haben genug Strom. Wir können forschen. Da können wir jetzt gleich mal rangucken. Haben wir noch gar nicht geguckt. Was? Ach so! Die kann ich jetzt nicht nochmal nehmen, ne? Oh, ich habe sie weggedrückt mit der einen Kiste. Das wusste ich doch nicht. So, Sortierung kommt ein anderes Mal. Würde ich jetzt mal behaupten. 3 Scanner. Lass mal ab, Digga. Alkohol lassen wir dabei. 1 Scanner reicht. Wir haben 2 von denen. Warte mal, Haltbarkeit 19. Ganz ehrlich, alles, was du mit Scheren machen kannst, geht immer direkt beim ersten Mal weg. Das heißt, wir haben 19 Sachen, die wir damit bergen können. Das reicht. Handlicher Schaber ist eventuell ein bisschen kritisch. Reparatur hält noch. Der Greifer. Oh, der Greifer ist natürlich schwierig. Aber auch der, ne, pro Dings einmal. Das heißt, wir können da noch 2 Gummis rausholen, je nachdem, wo wir hingehen. Das ist, glaube ich, legitim.
So, da wir jetzt hier aber noch nichts craften können, ich muss nochmal zurück. Ich brauche jetzt noch Nahrung, glaube ich. Ja, wir müssen nochmal einmal zurück craften. Aber ich gucke mir jetzt erstmal den Forschungstisch an. Der ist ja hier. Ne, da ist er. Oha. Oh, hier können wir craften. Da müssen wir gar nicht zurück. Das ist geil. Oh, und hier ist der Forscher. Oh mein Gott, es gibt Pisto. Oh, oh, oh. Huhu. Kaugummi. Oh, wir können jetzt Kaugummi machen mit 3 Harz. Ich muss mir alles angucken. Einmal den Blaster. Titan 4. Aha, aha. Verbesserter handlicher Schaber. Oh, ein verbesserter handlicher Schaber. 4 veredeltes. Ja, ist klar. Ich mach mal. Boah, der Schaber ist aber, oh Gott, das ist das Ding, mit dem wir abbauen können. Den hätte ich gerne. Titan. Rindgranaten. Alter, gegen was kämpfen? Kämpfen wir noch gegen vollkranke Sachen? Bodenanalysegerät. Ein Werkzeug eines echten Gärtners, das die Struktur, Dichte und Reinheit des Bodens analysieren kann. Es wird von Grabräubern, Chirurgen und dem Militär verwendet, weil es alles überall analysieren kann, wenn es richtig eingestellt ist. Dann haben wir einen normalen Schaber, ein professionelles Werkzeug zum Abschaben von getrockneten Kaugummi. Ah, oberrechts. Von der Oberfläche. Einschließlich Haar. Wenn es um Haare geht, wird der Schaber zu einem professionellen Werkzeug, um ihn durch sanftes Skalpieren zu entfernen. Hier haben wir nochmal Kaugummi itself. Obsoleter Beschleuniger. Wenn modifiziert, können veraltete Motoren selbst bei kleinen Mengen an unendlichen Kraftstoff, die du selbst herstellen kannst, sehr effektiv arbeiten. Oha. Strahlbeschleuniger, ein Prototyp des militärischen Jetbeschleunigers. Er verwendet eine Air-Luft-Gas-Mischung als Kraftstoff, das leicht durch jedes andere Gas ersetzt werden kann. Wahrscheinlich. Ist das jetzt für uns hinten oder ist das für ein Raumschiff, was wir machen können? Militärische Sauerstoffflasche, Elektron. Ach du, oh mein Gott, ein Fahrzeug! Es gibt ein Fahrzeug, was wir machen. Breath Edge Energiekerne, sag mir noch nichts. Raketenstaubsauger. Der Staubsauger-Rakete wurde zu einem schnellen Transportmittel. Ach, das ist das Gefährt, was wir haben. Falls es kaputt geht, ne? Wir können es ja reparieren. Bestechungsgeld. Was? Aber auch hier wieder Farbe, ne? Wir haben alles an Farbe leer gelutscht. Wir müssen noch irgendwo an eine Farbquelle kommen. Oh nein, unsere Base zerfällt langsam, Leute. Wir sollten uns beeilen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das hier alles hält. Wir brauchen auf jeden Fall, ich hätte gerne jetzt den handlichen Schaber. Das heißt, wir brauchen Metall ohne Ende. Diesbezüglich. Einmal nochmal zurück. Dahin. Da gibt es ja genug zum, da gibt es noch ein bisschen Elektrolyte. Da gibt es Metall, da gibt es Eis. Hier geht's halt los mit, hier haben wir Titan überwiegend, ne? Da haben wir einmal Metall. Brauchen wir. We need. Eins, zwei. Oh, das ist ehrenlos, wenn immer bloß eins raus, zwei rauskommen. Warum nicht zwei jedes Mal? Da und Titan. Guck mal hier. Zack. Da haben wir wieder ein Eis. Because we need. We need Eis. Aber das können wir auch mit dem anfliegen. Auch nochmal Eis. Da hatten wir, glaube ich, jetzt alles, ne? Ich fliege da nochmal ganz kurz hin. Ich bin der Meinung, hier hatten wir sowieso alles schon gemacht. Aha. Ich hab's schon wieder gemacht. Shift als. Nee, hä? Hier können wir noch was kaputt machen. Schade. Das sah gerade ein bisschen nach Gummi aus. Aber es sah halt auch nur so aus. Ey, der neue Schaber, der ist gut. Haltbarkeit 99, wild. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Ich ändere die ganze Zeit die Sprache. Moin Omen! Hab noch Ache, mit Ache gespielt. Ja, hat's ja gesagt. Wie liefen die Runden?
Waren die Runden gut? So, hier könnte ich mir zum Beispiel auch noch vorstellen, dass es irgendwo... Guck mal hier, irgendwie da unten drunter, irgendwo irgendwas. Why? Ist hier nirgends where Gummy in the area. We need Gummy. Gummy, ich bin... Lief relativ gut, ein Win, ein Lose. Aber bin direkt wieder weg. Alles klar, dann gute Nacht, schlaf gut. Bis morgen. Noch schön in den Schlaf singen. Ist das größer als die anderen? Oh, noch einmal zuschlagen. Oh, ich krieg's noch. Ich hab's noch kaputt bekommen. Sehr gut.